Guten Abend. Das sind immer ganz besondere Erlebnisse im DFB-Pokal. Wenn der Trainer des 1. FC Saarbrücken, Milan Šašić, das sagt, weiß er, wovon er spricht. Mit Duisburg hat er mal das Finale erreicht. Für Drittligist Saarbrücken sind das momentan nur Träumereien. Aber immerhin, morgen darf sich der FCS erneut im DFB-Pokal präsentieren. In der zweiten Runde ist Zweitligist Paderborn zu Gast. Im Pokal ist bekanntlich vieles möglich. Allerdings wird die Aufgabe für Saarbrücken nicht einfacher angesichts der personellen Situation. Denn er soll wie aus dem Nichts auftauchen, wie ein Zauberer. Doch Milan Šašićs Kräfte wirken in Sachen Verletzungspech nicht. Wie auch Meg Klockner, Ziemer, Fischer, alle müssen morgen passen. Ich wünsche mich, dass morgen sieht keiner, dass sind das die Störfaktoren. Ich wünsche mich, dass die Jungs, was sind auf Platz, sich so präsentieren, wie haben sie sich in Dortmund präsentiert. Und ich bin ziemlich sicher, trotz dieser Sache, dass wir arbeiten sehr kurze Zeit zusammen, das wird jeden von die alles versuchen. Und wenn die das tun, dann will ich jeden Ergebnis begrüßen. Wäre allergrößte, das kann ich nach Spiel noch gratulieren für Sie. Zacklig und Wurz, Paderborn kommt mit zwei Ex-Saarbrückern. Šašić glaubt an eine Überraschung. Doch das Fell des Bären will er noch nicht zerlegen. Auch wenn der Bär in diesem Fall ein Hase ist. Meine Großeltern waren von Dorf und da war ein Regel hat man gesagt, such mal keinen Spieß, bis ein Hase läuft noch im Wald. Und ich denke, die hat recht auch, wenn haben sie so formuliert. Der Auftritt in Dortmund hat Šašić gefallen. Es war das erste Ligaspiel unter ihm, immerhin ein Punkt. Morgen hofft er auf noch mehr Emotionen, auch von den Rängen. Wir brauchen jeden und ich kann im Namen von Mannschaft versprechen, dass sie kann ich nicht versprechen, aber keine Versprechung, das wird alles abgerufen, was die haben drauf. Und deswegen sollen die alle kommen, ist nicht unwichtig. DFB-Pokal, dritte Liga gegen zweite Liga, doch einen Klassenunterschied will Šašić nicht sehen. Das ist unser Ziel und das wird so weitergegeben, auch schon heute in Sitzung und logischerweise morgen vom Spiel genau die Anweisungen, dass wir versuchen, so aufzutreten, dass man diesen Unterschied nicht merkt. Wie ein Zauberer soll er wirken. Ein magischer Abend wäre es morgen, auf jeden Fall mit einem Sieg.